Morgen verwacht der Schweizer Fußball aus dem Winterschlaf. GC hat sein erstes Spiel auswärts gegen Servette. Mit einem guten Winterpölsterli von 4 Punkten Vorsprung startet Grasshopper seine Rückrunde. Ein wichtiger Pfeiler des GC-Erfolg ist der Vero Salatić. Wie der GC-Captain bei seiner Familie Kraft tankt und wie er sich für morgen extra eine neue Frisur hat schneiden lassen, zeigt Philipp Schmucki. Seine Familie macht Vero Salatić die Saison so richtig meisterlich stark. Tele Zürich trifft Familie Salatić im Restaurant Morgenstern Damario im Kreis 4. Der 27-jährige Schweizer mit bosnisch-serbischen Wurzeln ist als Captain die Leaderfigur beim Wintermeister GC. Doch wie ist das dann genau mit der Leaderrolle als Familie-Captain zuhause? Also mit 2 Kindern ist doch wirklich einiges los zuhause. Windeln wechseln, kein Problem. Nein, also am Anfang natürlich konnte ich es nicht können, aber mittlerweile habe ich das im Griff. Und der Matthias kann das bestätigen. Komm, opa! Ja, ist ja so. Stimmt das? Tut der Papi gut Windeln wechseln? Sag ja. Söhnli Matthea, Töchterli Anastasia, nur durch 11 Monate trennt und Ehefrau Slavica, alle sind sie Papa Salatić-Fan. Er ist der beste Papi. Er macht wirklich alles für die Kinder. Also Windeln wechseln, wirklich alles. Shoppen machen, essen, alles. Der GC-Mittelfeldstratege überzeugt die ganze Vorrunde mit sackstarken Leistungen. Wird sogar beim Liga Krös aus Basel zum Thema. Der Veroljub ist zwar enttäuscht, dass ihn der Ottmar Hitzfeld noch nie für die Nazi aufgeboten hat. Dafür hofft er umso mehr mit starken Auftritten und Goals wie dem da gegen IB seinen Beitrag zum ersten GC-Meistertitel seit genau 10 Jahren können zu leisten. Ich war jetzt auf Zypern und dann dort meinen ersten Titel können feiern. Wir haben den Cup gewonnen und das ist wirklich etwas Einmaliges. Veroljub ist ein echter Trendsetter. Das Restaurant Morgenstern zum Trendlokal für GC und FCZ-Profi-Fußballer wird, wo schon Messi, Shakiri, Ronaldo und Co. besucht haben, verdankt wird vor allem am Vero. Er ist die Erste hier und dann haben sie alles gebracht, also alles Fußballer. Unglaublich, mitten im Restaurant bekommt der Vero noch eine schnittige Frisur zum Rückrundenstart. Du bist mir jetzt noch ein bisschen anschneiden, weil er hat gerne lange Haare. Wir müssen einfach pflegend sein und jeden Monat müssen wir einfach Spitzen schneiden. Ja, am Vero seine langen Haare sind sein Markenzeichen. Und zwar seit rund 7 Jahren. Ich habe die Haare wachsen lassen, als ich mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen bin. Und irgendwie habe ich das beibehalten. Ich weiß jetzt auch nicht so recht. Die Rückrundenfrisur sitzt, doch bis zum Meistertitel sind es noch unendlich lange, unendlich schwierige 18 Spiele. Auch der Tele-Zürich-Reporter will selbstverständlich eine schnittige Frisur zum Rückrundenstart, damit wir dann für die erhoffte GC-Meisterfeier im Juni alle schön schick daherkommen. Für Tele-Zürich aus dem Restaurant Morgenstern, Damario, der Philipp Schmucki.